Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, heute geht's um Farben und wirklich nur exzessiv um Farben. Mehr soll es hier gar nicht geben. Ich möchte sogar mit euch ein bisschen in die einzelnen Farbwerte reingucken, was da so passiert. Und ja, wir haben erstmal grundsätzlich drei Arten, wie wir Farben nennen können. Das erste habt ihr schon kennengelernt, wenn wir hier einfach Rot als Farbe auf Englisch hinschreiben. Das funktioniert mit relativ vielen Farben. Dabei ist es egal, ob ihr alles groß schreibt, ob ihr RED, also großes R und den Rest klein schreibt oder ob ihr alles klein schreibt, alles okay. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Ich zeige euch gerade mal kurz, da kann man schon, wenn man bei mir STRG-Leertaste drückt, bei den meisten Entwicklungsumgebungen ist es STRG-Leertaste, aber falls ihr eine andere benutzt, müsst ihr mal gucken, wie das bei euch funktioniert. Hier habt ihr schon eine richtig schöne Auswahl an Farben, die ihr hier irgendwie benutzen könnt. Also zum Beispiel Dunkel-Khaki-Farben. Also es ist schon sehr, sehr exotisch, sage ich mal. Sieht dann ungefähr so aus. Okay. Ja, aber wir wollen natürlich vielleicht auch mal unsere eigenen Farben erstellen und uns nicht vorschreiben lassen, wie wir die Farben nennen müssen. Und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir schreiben RGB, dann Klammer auf und Klammer zu, oder das andere zeige ich euch nachher. So, also RGB. So, jetzt hier rein kommen aber noch drei Werte. Und zwar drei Farbwerte: Rot, Grün und Blau. Ja, das steht für grün, nicht für gelb hier. Wie manche meinen, das ist wirklich grün damit gemeint. Okay, ihr könnt die also mischen nach Belieben. Jetzt aber Achtung, jede Farbe muss zwischen 0 und 255 sein. Wie diese komische, mega krumme Zahl zustande kommt, erkläre ich euch nachher. Also zum Beispiel 255 0 0 wäre eine Farbe, mit der wir im RGB-Standard ja, umgehen können. Also volles Rot, also 255 maximal Rot, 0 Grün und 0 Blau. Das wäre dann also komplett knallrot, wie wir hier sehen können. Wir können hier aber auch zum Beispiel ein bisschen runtergehen mit dem Rotton und auf 100 oder sowas runter. Das sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, 000 ist schwarz, komplett knallschwarz und 255, 255 und 255 ist volles Weiß. Da sieht man gar nichts mehr, aber hier ist noch die Schrift, wenn ich sie finde, da. Also man kann es noch markieren, die Schrift ist noch da, aber es ist halt komplett weiß, genauso wie der Hintergrund. Okay, funktioniert übrigens bei Background Color auch, also überall, wo ihr irgendwie eine Farbe angeben müsst, da könnt ihr dieses RGB hier benutzen. Und ihr könnt da einfach mal zusammenmischen oder sowas, wie ihr wollt. Falls ihr nicht genau wisst, was ihr für eine Farbe gerne hättet, es gibt haufenweise Color Picker oder sowas. Einen habe ich euch im HTML-Teil schon gezeigt oder ich werde ihn euch noch zeigen. Kann man sogar direkt auf der Webseite angeben, was man da machen möchte. Genau. Also zum Beispiel könnte man jetzt hier, keine Ahnung, 75, 82 und 200 oder sowas angeben. Dann kommt man bei irgendwas so ein bisschen leicht blau raus. Okay, sehr schön. Wie kommen Grauwerte zustande? Naja, Grauwerte sind einfach gleiche Werte für alle drei. Also 75, 75, 75 wäre dann zum Beispiel ein Grau. Das hier ist ein Grau. Ja, mittleres Grau. Genau. So, jetzt die dritte Möglichkeit und zwar hexadezimale Farben. Die hexadezimalen Farben sind wahrscheinlich das, was ihr auch schon öfters mal gesehen habt. Die brauchen hier vorne dran einen Hashtag und dann 6 Ziffern, also zum Beispiel 000000. Okay, so was das jetzt genau ist, es ist im Prinzip genau dasselbe wie wenn wir RGB sagen, nur dass wir hier immer zwei Werte hier haben, die uns den Farbwert beschreiben. Also ihr erinnert euch, RGB, also Rot, Grün, Blau. Und das hier ist jetzt der Rotkanal, das hier ist der Grünkanal und das hier ist der Blaukanal. Allerdings gehen die Farben hier nicht von 0 bis 255, sondern von 0, 0 bis FF. Und das bedeutet, wir sind im hexadezimalen System. Hexadezimal ist ein Zahlensystem, so wie unser Dezimalsystem, also von 0 bis 9 ist dezimal, von 0 bis F ist hexadezimal. Und so kommen wir auch tatsächlich dann auf diese 255. Wenn wir nämlich zweimal F haben, also FF, dann ist das dasselbe wie 15 mal 16 plus 15. Und das ist 255. Das kommt dabei raus. So,
so kommt dieser krumme Wert zustande. Also, wir fangen einfach an mit Zählen 0 bis 9 und dann geht es halt nicht mit 10 weiter, weil so viele Stellen haben wir nicht, sondern es geht mit A weiter, dann B, C, D, E und F. Es gibt auch F0, sieht dann folgendermaßen aus, ist dann relativ rot schon, weil F, also hier die erste Stelle wird mit 16 multipliziert, hier die Stelle wird mit 16 multipliziert und hier die Stelle wird mit 16 multipliziert. Aber falls euch das gerade zu kompliziert ist, benutzt einfach das RGB, was wir da schon hatten. Nur falls ihr irgendwann mal hexadezimale Zahlen lest oder seht, da kommen sie her. Und ja, wie gesagt, hier vorne der rote Wert, dann hier der grüne. Kann gerade mal kurz hier ein F reinschreiben und dann machen wir hier noch eine 2 und ein, keine Ahnung, ein E rein. So, und das sieht dann ungefähr so aus, weil das F hier vorne zu stark ist, dann schreibe ich hier einfach mal ein A rein. Okay. Gut, also so haben wir ein etwas milderes Blau, ist auch in Ordnung so. Ja, so kommen Farben zustande in CSS. Falls ihr da irgendwie Fragen zu habt, schreibt mir am besten einen Kommentar oder wenn ihr gerne rumprobiert, dann probiert euch einfach mal durch. Es gibt ja nicht so unendlich viele Farben, nur eine gewisse Anzahl davon, also schon ziemlich viele. Wie gesagt, Color Picker sind ziemlich cool und einfach mal danach googeln, da findet ihr auch sicher welche. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.